So, ihr Lieben, willkommen zu Jessys Rocket Corner. Hier gibt es mega Pannen live, aber ist nicht schlimm. Es ist Black Friday und ich habe bei Amazon mega geile Produkte bestellt. Und zwar diese wunderbare Glurak EX Box. Lohnt sich auf jeden Fall. Es sind schöne Booster dabei. Insgesamt sogar 6 Stück, was auch lohnenswert ist. Amazon hat ein paar Black Friday Angebote, sind nicht viel günstiger als sonst, aber ich habe es einfach mal gemacht, um zu gucken und zu testen, ob Amazons Sachen einfach mal so cool sind, wie es manchmal ist. Manche Produkte sind auch mega ätzend und ich glaube, es sind auch viele Repacked oder sonst was. Passt bitte auf, wo ihr bestellt. Ich habe es jetzt versucht. Ich finde es auch ganz ätzend, dass hier das Teil kaputt ist. Ist schon mal ein Minuspunkt, den ich bewerten muss. Das ist einfach mega, mega, mega ätzend. Und naja, macht nichts. Ich will es eh öffnen, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Ist trotzdem ein Minuspunkt, wie ich sage, wenn es Black Friday ist, muss es ja trotzdem nicht kaputt sein. Also das ist schon mega ätzend und kriegt bei mir schon mal einen Minuspunkt. Ganz einfach. Das wird nicht das einzige Produkt sein, was wir heute öffnen. Ist aber nicht im Black Friday gekauft worden. Ich habe noch diese wundervolle Box, denn ich brauche noch die Mewtwo-Karte aus Pokémon Go. Und deswegen werden wir, nachdem wir das Produkt oder geöffnet haben, nochmal ein Pokémon Go Produkt öffnen, um dann zum Beispiel zu reflektieren, lohnt es sich im Black Friday Sachen zu kaufen oder ist es einfach nur der größte Bullshit überhaupt. So, wir starten in die Booster rein. Danke, danke schön. Kuss geht raus. Ich bin nebenbei auch live auf TikTok, deswegen wundert euch nicht. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Wir starten mit dem Pokémon Opening dieser wunderbaren Glurak Box. Warum ich die Box gekauft habe? Einfach wegen der wunderbaren Glurak EX Karte. Ich glaube, dass das auch so ein Produkt sein wird, dass ihr euch Sealed kaufen solltet. Die kannst du mir nachher im Just Chatting gerne sagen, weil ich werde noch ein bisschen länger online sein, wo wir miteinander quatschen werden. Erst öffnen wir ganz gechillt und dann kannst du mir deine lustigen Witze erzählen. Also Mann, ey, sogar die Box ist mega schwer zu öffnen. Da sie eh schon damaged ist, ja, ist das mega, mega ätzend, würde ich wohl behaupten. So, wir gucken mal. Genau, und die Glurak EX-Karte, ihr Süßen, ist der Highlight dieser wundervollen Box, wirklich. Ich glaube auch, wie gesagt, holt euch auch diese Box sealed. Ist mein Tipp, weil ich glaube, auch wenn es die natürlich öfters gibt, ist das eine Box, die man sich wunderbar hinstellen kann. Ist so mein Gedanke dabei. Und naja, und diese Glurak EX-Karte ist einfach wunderschön. Wenn ich sie schon nicht ziehen kann aus manchen Sets, muss ich sagen, weil ich gerade nicht so viel Glück gehabt habe mit den Shiny-Karten, ist einfach so, finde ich, ist das eine mega, mega, mega schöne Karte. Und ganz ehrlich, lohnt sich die Box schon allein deswegen zu holen. Und wisst ihr was? Es wird auch ein wunderschönes Shiny-Set im Januar rauskommen und dort wird es auch eine Glurak-Tin geben. Und ganz ehrlich, dort wird es auch eine wunderschöne Shiny-Karte geben. Ich bin mega hyped auf das Set, ganz ehrlich. Hier, falls jemand möchte oder hier, löst gerne den Code ein, wer online spielt. Ich mache es nicht. Ich bin eher die Sammlerin. Und in dieser Box, was auch schön ist, ist einfach dieses, wie soll man das sagen, dieser Aufsteller, wo diese Karte eigentlich auch mit rein könnte sozusagen. Das heißt, man stellt das so hin, ne, so zack, und dann hat man das so hinten im Hintergrund, so wie ich so, hinten aufgestellt und es sieht mega, mega schön aus. Also da hat Pokémon wirklich ein schönes Produkt zusammengestellt und natürlich diese wunderschönen Sleeves, mega schön, wirklich. Einfach ein tolles Produkt für einen sehr, sehr humanen Preis mit vielen Extras. Ich muss sagen, da ist wirklich was dabei. Und ich finde, viele Produkte, da kaufst du was und hast halt wirklich wenig drin, ne? Also das muss man einfach so sagen. Und hier sind 6 Booster drin, ein paar nice Extras, ne?
was kann man mehr wollen, sage ich mal so, ne, wenn man Pokémon mag. Also, als erstes ein wunderschönes Set, was, wie ich finde, Obsidian Flammen. Davon haben wir reichlich Booster. Ja, deswegen fangen wir auch mit dem Set als erstes an. Ich weiß, ich rede immer viel, aber ich genieße es, Pokémon Booster zu öffnen, wenn ich das kann, ne? Euch zeige ich gerne dann auch noch die Hits von den Boostern, ihr Lieben. Und ob sich zum Black Friday denn sowas auch mal lohnt, ne? So, wir haben Molunk. Ich wollte das gar nicht mit dem Finger machen, ey. Ich habe heute aber wieder so trockene Finger. Lavita. Magnetilo. Diktri. Friedwuff. Und Grabbit. Gevaya. Groink the Boink. Lepumentas. Das war der erste kleine Hit, würde ich wohl sagen. Mit diesem wunderbaren Lepumentas. Ist nicht der größte Hit. Bin auch etwas enttäuscht vom ersten Booster Obsidian Flammen. Können wir Glurak aus der Glurak-Box ziehen? Das wäre schon geil, oder? Mann, echt. Ich ziehe in letzter Zeit einfach nur Mist. So ist das einfach. Aber was soll man machen? Ich ziehe meistens die Hits. Wisst ihr, wo ich die ziehe? Wenn keiner dabei ist. Dann ziehe ich die geilsten Hits und denke mir so: Scheiße, wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera hier? So, Petsniff hat sich kein Taschentuch geholt, sollte er aber. Zapladin, Nachtara. Ist das ein wunderschönes Artwork. Schaut euch das an, wirklich schön. Ich finde, ist auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Und wenn ich irgendwann mal das Nachtara ziehe aus dem wirklich teuren Evolving Sky Set, ich sag's euch, dann raste ich aus. Knattertox EX gezogen. Der erste Hit. Ich finde, das ist so ein hässliches Pokémon. Und keine Ahnung, Leute, es ist zwar eine schöne Karte, aber ich finde es hässlich. Oh mein Gott, schaut euch diese Karte an. Was ist das für ein Pokémon? Ey, Knattertox. Was habt ihr euch dabei gedacht? Es gibt bestimmt Leute, die finden das toll. Ich zum Beispiel nicht. Ich bin eher die, ich mag die süßen Pokémon. Wo sind sie? Ja. Weiter geht's, ihr Lieben. Und wir gehen weiter in Obsidian Flammen. Ein wunderschönes Set, wie ich finde. Ich finde auch eins der Pokémon-Sets, die wirklich die schönsten Sets von den neueren. Ne? Und das Shiny-Set. Wirklich, das wird ein mega, mega schönes Set. Das sage ich euch so, wie es ist. Ich freue mich mega drauf. Ja, Obsidian Flammen, wirklich schön. Und das neue Shiny Set, das wird wirklich. Ich bin so mega hyped. Ich habe schon so lange gewartet auf dieses Shiny Set. Wann die Ankündigung kam und so, ne? Und jetzt kommen immer mehr Sachen über das Set und ich bin so hyped. Scherox, auch ein wunderschönes Pokémon. Wenn schon ein so ein Kampf-Pokémon, dann wäre ich Scherox. Scherox ist auch ein cooles Pokémon. Ja. Also bisher hat die Box noch nicht so gegönnt. Jetzt haben wir Entwicklungen in Paldea. Ich finde, die Booster sehen so glatt aus, so ganz komisch. Ist das? Das sieht echt komisch aus. So wirklich glänzend, so richtig strange, wenn ich das mal sagen darf. Oh mein Gott, ihr Lieben. Mal gucken, ob wir noch was aus der Box ziehen können. Ich wäre jetzt auch nicht traurig, da was nicht rauszuziehen. Ich muss sagen, die Box ist an sich schon so schön. Du hast eine wunderbare Promokarte. Du hast so viel Stuff da drin. Also, ich sag's so, wie es ist. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber was ich finde, Amazon wirbt mit ja, mit den Black Friday Deals, aber vieles ist ja, ist einfach nur so aufgepusht. Und ich habe es beobachtet, paar Sachen, nicht alles, aber vieles ist einfach nur aufgepusht. Und man denkt sich, oh, ist es günstiger, ist es aber nicht. Weil, wenn man die Preise kennt, weiß man, dass man es relativ günstiger in anderen Shops bekommt. Ich habe es jetzt einfach nur ausprobiert, einfach aus dem Grund,
weil ich das gerne mache, einfach um auszutesten, wo, wie kann man die besten Produkte herbekommen. Karmesin Purpur, ein wunderschönes Set, auch, wie ich finde, wenig geöffnet, muss ich zugeben. Sehr, sehr wenig geöffnet. Ich war auch in der Zeit auch gerade im Umzugsstress, das heißt, ich konnte gar nichts davon öffnen. Umso mehr freue ich mich, hier was öffnen zu dürfen. Tarundel, Noctusca, Missalona City, das ist aus dem Spiel. Und Drifzepeli, Hypno, Sonderbombo und Kuraidon. Ich finde, bisher gönnt die Box überhaupt nicht. Ne? Also bisher nur kleine Hits und ne, ich sag's so, wie es ist, von der Pullrate enttäuscht die Box. Deswegen mein Fazit bisher würde ich wirklich behaupten, lasst sie lieber sealed, genauso wie die UPC von Glurak, lasst sie zu. Ganz ehrlich, lasst sie zu und dann habt ihr ein schönes Produkt zum Hinstellen. Danke, danke fürs Follow, Lululus. Und Driftlon. Feluri. Flatutu. Kriegen wir hier noch einen Hit oder ist die Box einfach nur lame? Aber wirklich. Och, ist das ein süßes Pokémon? Das kannte ich noch gar nicht. Das ist ein Buckel. Ich muss auch sagen, ich habe in den letzten Sets mich auch nicht spoilern lassen, sonst habe ich immer reingeguckt, was für Karten drin sind. Aber diesmal hatte ich da wirklich gedacht, nö. Die Box war das Loweste, was ich je geöffnet habe. Also wirklich low, 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 low. Und wie würde sagen, wer ist der T-Pain? Low, 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 low. Also das Einzige, was hier in dieser Box gegönnt hat, war die Promo. Ist einfach so. Und ich bin so enttäuscht. Und ihr wisst, Leute, wenn man enttäuscht ist, öffnet man noch eine Box. Und da ich bei Pokémon Go einfach, ihr Lieben, das Mewtwo ziehen muss, habe ich mir gedacht, öffne ich diese Box und für jeden, der mir auf YouTube folgt und hier drunter unter dem YouTube-Video nachher seine Lieblings-Chase-Karte drunter schreibt bei dem YouTube-Video, der kann bei dem Gewinnspiel teilnehmen und zwar. Es ist mir gerade runtergefallen. Kann man diese wunderbare Evoli-Matte gewinnen? Und natürlich die Evoli-Karte plus den. Oh, Entschuldigung. Plus diese. Oh Gott, das ist. Ja. Diese wunderbare Karte. Und natürlich diesen. Ja, ist kein Coin. Das ist eher so ein Stecker. Also folgt mir gerne auf YouTube und ihr könnt das gerne gewinnen. Wir gucken, dass wir so 100 oder 200 Likes vom Video bekommen. Das wird ein bisschen dauern, aber dann lohnt es sich fürs Gewinnspiel, ihr Lieben. Und dann schreibt ihr drunter einfach, welche Chase-Karte, egal von welchem Set ihr gerne haben wollt. Ja, und dann könnt ihr das einfach gewinnen. Und ich habe auch noch ein anderes Gewinnspiel am Laufen. Ich denke, es lohnt sich, mir einfach zu folgen und dann gibt es auch ein paar nette Sachen. Ich weiß, es ist schwer, 200 Likes zu bekommen, aber das Gewinnspiel läuft dann einfach so lange. Die Sachen werden auch nicht verschwinden. Das können wir hinkriegen, wenn ihr mir einfach helft, ein bisschen zu wachsen, ihr Süßen. So, das packen wir einfach hier wieder rein. Geht das so? Nee, das war gar nicht so, ne? Wir machen so, zack. Und packen das hier weg, so dass es dann fürs Gewinnspiel ready ist, ihr Lieben. Also macht gerne mit. Wir öffnen jetzt Pokémon Go Booster. Oh yeah, Ladies.
Mewtwo wartet hier. Ich rieche das. Schaffen wir easy, genau. Würde ich auch sagen. Einmal mal ein paar Freunde einladen und sagen, kommt, alle YouTube einloggen und einfach so liken. Scheiß drauf, ob ihr mich mögt oder nicht. Dann könnt ihr immer noch gewinnen. So, hey, Digga, ich will diese Matte haben. So, Ratfratz. Ich sag euch eins, Pokémon Go hat mich bisher noch nicht enttäuscht. Pikachu, das ist eine wunderschöne Karte, wie ich finde. Shiggy auch wunderschön. Pokémon Go, ein wunderschönes Set. Auch viel zu wenig, finde ich. Entschuldigung. Viel zu wenig Anerkennung bekommen. Und ein wunderschönes Pikachu haben wir gezogen. Und das war auch der Hit. Und ich finde, das ist auch ein wunderschöner Hit. Pikachu, eins meiner Lieblings-Pokémon, wie ich finde. Und ja, ich glaube, jeder liebt Pikachu, ne? Ja. Wunder, wunderschön. Da ist es. Von Pokémon Go. So, mein Bulk stapelt sich. Ich habe hier so nebenan den Bulk am Stapeln. So, bleibt gern dran, ihr Lieben. Es gibt im Nachhinein noch ein Just Chatting, wo wir uns einfach ein bisschen unterhalten können über dieses und jenes. Kamaup und Navitaub und Alola Radikal. Lavita, oh mein Gott. Ich schaffe es nicht, hier so richtig zu ziehen. Wir haben ein Meistergriff gezogen. Ein Hit. Da ist er ja, unser Meistergriff. Sag ich ja, Pokémon Go gibt mir die nächsten Hits. Das hat mir die Box nicht gegeben, ne? So kann ich auch kein Video beenden, ohne einen richtigen Hit zu ziehen. Das geht so nicht, Leute. Ey, das ist doch nicht normal. Ey, wenn du was kaufst, willst du einen Hit ziehen. Versteht ihr das nicht? So, und Griffel. Shiggy. Und Glumanda, auch wunderwundersüß. Wunderwundersüß, genau. Ja, ich erfinde neue Worte. Evoli. Natu. Ey, Leute. Fleckmon. Und ein Gyarados, auch wunderschön, wie ich finde. Ist auch ein schön, also diese Holo-Karten finde ich relativ okay. Sind nicht die schönsten, finde ich trotzdem ganz okay. Ne? Gibt Schöneres, ne? Aber man kann ja halt nicht alles haben. Ne? Ich hoffe zumindest, dass wir jetzt Mewtwo ziehen. Ne? Wenn ich schon die Box hier öffne, ihr Lieben. Das geht so nicht. Ich brauche den. Ich brauche den unbedingt. Ey, dieses wunderbare Artwork ist so mega nice. Also, wenn ich schon nicht nach Tara ziehen kann, dann bitte wenigstens Mewtwo. Bitte. Jetzt. Pikachu. Es ist so ein schönes Artwork. Echt. Oh mein Gott. Meine Finger sind. Wisst ihr, wenn ich so random irgendwas öffne, dann geht das aber so gar nicht. Zapdos Pokémon Go. Auch ein schönes. Auch schön, aber immer noch nicht der Hit. Wo ist der Hit? Sag's mir, ey. Ich schwöre, ich versuche hier die ganze Zeit irgendwas rauszuziehen, aber ich schaffe es einfach nicht, ihr Lieben. Es ist einfach nicht der Gönner-G. Friday oder wie auch immer. Ich rede voll den Mist gerade. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist Freitag und mein Gehirn ist langsam alle. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen doch hier was rausziehen können. Hier sind doch so viele schöne Booster. Oh, da ist was. Ich habe gerade ein bisschen gespoilert. So, oh mein Gott. Schon wieder, die Finger sind wieder so rutschig. Lavita. Natu. Navitaub und, und.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich werd, ich, oh mein Gott, ich raste gerade aus. Ich schwöre, Leute, ich habe Mewtwo gezogen. Ich schwöre, ich habe Mewtwo gezogen. Ich raste gerade richtig aus. Ich schwöre, ich raste gerade aus. Was ist hier los, Leute? Ich habe das gezogen. Ich habe so viel Pokémon Go Stuff geöffnet und ich habe es jetzt geöffnet. Was für eine, ey, ich schwöre, ich werde wahnsinnig. Guckt euch das an. Was ist das? Das ist voll geil. Ich schwöre, ey. Weißt du was? Die Box hat überhaupt nicht gegönnt, aber Mewtwo, ich schwöre, ey. Hätte ich die Box nicht aufgemacht, hätte ich das nicht gezogen. Ich schwöre. Ey, meine Aussprache wird immer schlimmer, weil ich einfach. Ich habe Mewtwo gezogen. Ey, das ist meine Lieb. Das ist meine Chase-Karte von Pokémon Go. Ich habe sie endlich. Ich habe sie endlich gezogen. Ich raste aus. Ah, gleich geht sie kaputt. Oh mein Gott. Ich schwöre, wenn ich die nochmal ziehe, dann lache ich. Stell dir vor, so in einer Box zwei Mewtwos. Ich raste aus, Leute. Ich raste aus. Oh mein Gott. Wie kann ich? Ich schwöre, ich habe die Box ja gerade geöffnet, ne? Mir fehlen die Worte. Ich habe die ganze Zeit immer gesagt, ich ziehe Mewtwo. Ich habe die letzten Wochen wirklich Pokémon Go Produkte geöffnet, weil ich einfach gedacht habe, okay, die Produkte, ja, wenn ich die jetzt zulasse, der Wert, der wird bestimmt irgendwann steigen, na klar. Aber ich habe noch ein paar Sachen von denen. Und dann dachte ich so, komm, ein bisschen öffnen davon ist ja nicht verkehrt. Vielleicht ziehe ich noch das Mewtwo. Und dann habe ich es wirklich getan. Ey, Leute, ich zitter voll, wirklich. Ey, ich zitter gerade richtig. Ey, boah, ich bin. Mein Herz ist auf 180 oder so. So, mein Fazit zu der Amazon Black Friday Sache, so wie es ist, ich bin mir nicht so sicher. Also, ich krieg noch was jetzt, denke ich, morgen oder Montag. Und dann würde ich vielleicht ein komplettes Fazit geben. Da habe ich ein Display, ein 18er Display, relativ günstig bekommen. Und wenn da die Hits relativ human sind, würde ich vielleicht eher noch ein Fazit zu allem geben. Dazu wird es dann ein Part 2 geben von dem Amazon Black Friday Deals. Deswegen will ich mich nicht komplett ja, so festsetzen und sagen, es ist voll völliger Mist. Das würde ich jetzt nämlich nicht so zu 100% bestätigen, weil ich denke einfach, man kann auch Pech haben bei den Händlern. Es gibt ja auch gute und faire Händler bei Amazon, ne? Aber ja, bisher habe ich auch nicht so oft bei Amazon bestellt, muss ich sagen. Pokémon-Produkte kriege ich ja sowieso immer vom Großhändler selbst. Und alles andere hole ich dann halt von bestimmten Händlern und gucke. Oder gehe einfach in den Laden und mache dann meine Tests, um zu gucken, wie ist die Pull-Rate etc. Ich war auch schon in Spieleläden und da war die Pull-Rate relativ okay. Rossmann sind nicht immer die Booster drin, wie man sie sich vorstellt, ne? Aber was man sagen muss bei Rossmann-Produkten, trotzdem sind da auch die ein oder anderen guten Hits dabei. Ich habe auch viele Rainbow-Karten aus Rossmann-Boostern gezogen. Oh. Ja. Und ein Lapras noch gezogen. Ich muss sagen, ich bin zufrieden, ne? Ich bin zufrieden, ihr Lieben. Ich habe das Mewtwo gezogen, das ich schon vor Monaten hätte ziehen müssen. Aber wie ist das immer so schön? Ne? Erstmal ein paar tausend Euros ausgeben und dann zieht man so eine ganz random Karte für 80, 90, 100 Euro. Ernsthaft, das Hobby ist echt teuer, sage ich euch, wie es ist. Es ist ein teures Hobby, aber es macht wunderbaren Spaß. Ist einfach, wie es ist. Und ich habe diese Karte gezogen. Ey, Leute, ich bin gerade so baff, dass ich einfach Mewtwo gezogen habe. Also, Pokémon Go, ein underratedes Set, aber es gibt auch wirklich einige wunderschöne Artworks, die man dort ziehen kann. Also wer hat noch nicht das Pokémon Mewtwo gezogen hat, der sollte sich noch mal was von Pokémon Go holen.
Ihr Lieben, Amazon Black Friday, das war der erste Teil. Es wird noch einen zweiten Teil geben. Und da kommen die Produkte, die ich noch bestellt habe. Und dann werden wir nochmal weiter testen, weil mit einem Produkt ist noch nicht alles geklärt. Fand jetzt die Box relativ lame. Ist einfach so. Fand ich nicht gut. Für als Zielprodukt wäre es gut gewesen, wäre der Riss nicht dort gewesen. Also er war dort und es war einfach, es wäre nicht mal möglich gewesen, es als Zielprodukt zu lassen. Das ist mega ätzend und ich sage so, wie es ist. Holt euch es lieber bei jemand anderen, bei einem Händler, weil die gucken auch wirklich, dass das Produkt ordentlich und nicht kaputt ankommt. Sonst geben die dir auch ein bisschen ein paar Prozente etc. Ich habe jetzt bei Amazon keinen Makel gemeldet, weil ich es heute bekommen habe und auch gerade erst gesehen habe. Im Endeffekt ist es egal, ich habe es geöffnet. Das ist dann im Endeffekt scheißegal. Ich hätte aber auch mich beschweren können und sagen können, ich wollte das hinstellen, das ist jetzt nicht okay, schick mir ein neues Produkt. Klar, ich könnte auch blöd tun und. Mache ich nicht, weil ich denke mir so in dem Moment, ja, ich wollte es ja wirklich nur zum Öffnen und gucken, wie die Pull-Rate ist. Hätte ich es mir jetzt hinstellen wollen, hätte ich auch was gesagt und hätte auch eine Rückmeldung gegeben. Also guckt lieber bei anderen Händlern, wo die wirklich ordentlich darauf schauen, dass nicht ein kleiner Riss oder sonst was drin ist. Ich finde, Amazon liefert auch ganz random in so kleinen Verpackungen, wo ich sage, das geht nicht. So liefert man kein Pokémon-Produkt einfach in so einer Packung. Das geht nicht. Ne? Das muss safe irgendwie verpackt werden, dass man nicht irgendwie noch einen Riss reinkriegt. Das geht einfach nicht. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf mehr solcher Videos. Deswegen, ihr wisst, ich habe viel gequatscht und ich würde mich freuen über ein Follow auf YouTube. Ihr Lieben, check it out. Jessie's Rocket Corner.